Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ihr seid ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. Ah! Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? Nein, nein, nein. Die werden uns wehtun. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Ach, das ist verflucht grell! Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Thank you.
ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Man müsste das sehen. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Verdammt! Oh! Ah! Oh!
Ah, verdammt! Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Emily, du hast Angst! Du musst dich beruhigen. Alles wird gut. Ach, hör auf zu labern. Ich halte es nicht mehr aus. Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen. Okay? Nein, hör du auf. Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das sowas von leid. Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Ich werde springen. Oh. Matt, scheiße! Ich versuche nur, den sichersten Weg zu dir zu finden. Du Idiot, jetzt hol mich endlich weg von hier! Emily! Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Oh! Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Chris. Sir, was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp! Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich... Sieh mal hier. Chris, was ist dir passiert? Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt, wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's.
doch nicht wahr sein! Was zur Hölle ist denn hier los? Oh. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du ich dran gestoßen? Ich glaube nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen, da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du es nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! Oder wie Beth! Scheiße, Ash, was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay, und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Was war das? Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Na bitte. Oh mein Gott. Da, Chris, jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast. Siehst du? Das ist... Du siehst es doch! Ich weiß nicht, ich... Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Oh, das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Was? Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah, letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Das ist Hannahs Tagebuch. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet.
Besser? Fick dich ins Knie! Das ist besser. Hey, hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Da. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du's wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris. Wir haben sie voll lächerlich gemacht, vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Falsche Zeitung. Das ist eine echt gute Frage. Weißt du was? Nein. Ash! Nein, ich hab genug! Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris! Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Gott verdammt! Ashley, na los! Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Chris? Ich habe wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen, verängstigt und beobachtet uns, als wäre es ein krankes Experiment. Wow, das ist ja...
Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja, oder? Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Das ist irgendwie unangenehm, oder? Sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wow. Du warst damals wirklich begeistert davon. Grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Das ging wohl zu weit, aber... Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte, hier Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter, hier was rum. Hör mir doch einfach mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Oh Mist. Sieh dir das an. Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also, wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Oh, okay. Okay, du hast recht, ich komme. Oh. Gott sei Dank. Ich dachte schon, das Ding zerquetscht mich. Na komm. Ich kapier's nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei dem im Kopf vorgeht, Ash. Sam!
Chris! Oh nein! Hallo? Sam? Ich raff das nicht. Eine Puppe? Ja, nein, das ist ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich drehe hier gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Es ist verrückt, es ist verrückt. Oh, Chris. Oh, shit. Lass mich, geh weg. Bleib mir gefälligst vom Land. Nein, nein, nein! Dir zeig ich's! Was? Dir zeig ich's! Oh, mein Kopf platzt. Oh, shit. Oh, Mist. Ash! Ash! Oh. Oh, scheiße, Ash. Was hat er mit dir gemacht? Geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Oh. Du perverses Chris. Stück Scheiße. Monster. Oh, zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Oh. Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf! Sag's! Wir reden immer drum herum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris! Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen... Oh Gott! Ashley, ich hol dich hier raus! Ich lass dich hier nicht sterben! Oh no, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, scheiße. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris... Du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Warte, halt! Das darfst du nicht, Chris. Bitte nimm mich! Du hast mich schon mal gerettet! Fuck. Lass mich dieses Mal entscheiden, lass mich dieses Mal dich retten! Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun! Chris, bitte! Oh, oh Gott! Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser... Folterporno! Zu weit gegangen ist! Hä? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Du bist krank! Ein krankes Schwein! Also, was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath!